Herzlichen Dank für die Einladung und den freundlichen Empfang in Ihrem Hause, Deria. Wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch und so, dass wir gleich zur Sache kommen können in unserem Interview, indem Sie mir und den Leuten draußen, vor allem den YouTubern, sagen wollen, worin Ihre Arbeit besteht. Bitte. Ja, danke schön. Ich danke Ihnen. Ja, also meine Arbeit besteht also hauptsächlich darin, dass ich also viele Dinge oder, ja, wie soll ich sagen, Weissagungen machen kann in vielen Bereichen. Ich zähle das einfach mal kurzerhand auf, also was meine Gebiete so sind, weshalb die Kunden mich anrufen und wo ich also den Menschen tatsächlich helfen kann. Nicht nur alleine den Menschen, sondern auch den Tieren. Auch mit den Pflanzen habe ich also da den Bezug. Also die Kunden rufen mich an, man findet mich auf meinem Portal www.deria-lichtvollerengelkontakt.de oder eben auch über YouTube. Die Fragen der Menschen sind die, wie ich helfen kann und das ist dann speziell unterschiedlich. Ich kann also in meinen Gebieten jedes Kartendeck legen, also Wahrsagekarten. Wozu ich das eigentlich nicht brauche. Ich habe die Gabe, wenn ich mit einem Kunden spreche und er erzählt seine Probleme, dann kann ich oder ich bekomme dann also die Informationen von der geistigen Welt und kann dann also auch darauf eingehen und antworten. Ich bin auch im Gesundheitlichen bewandert und kann also vielen Menschen Energie, Kraft, Stärke geben und einiges mehr. Dann mache ich die Hypnose in vielen Sparten einzeln. Und mein Spezialgebiet, sag ich mal, sind die Rückführungen. Rückführung bedeutet Menschen in das jetzige Leben am Anfang, in die Kindheit oder aber auch in andere Leben reinzuführen. Ja, da habe ich jetzt schon einmal einen kleinen Einblick bekommen. Und ich würde jetzt meine nächste Frage stellen. Worin besteht Ihre Hauptarbeit? Ich weiß, dass Sie auch eine Praxis haben, zu dem müssen Sie Ihre Kundschaft einladen und die auch hier in Ihrer herrlichen Ferienwohnung übernachten können, sodass eine exquisite Behandlung oder wie man es auch immer nennen mag, möglich ist. Ich weiß aus den Feedbacks, die Sie erhalten, dass das immer sehr positiv ist. Worin besteht die Hauptarbeit? Am Telefon oder aber direkt in Ihrer Praxis? Nun, das kann man nicht so sagen. Also ich arbeite ja viele, viele Stunden am Tag und teile mir also den Rhythmus ein, wenn also die Personen zu mir kommen. Dann arbeite ich mit ihnen direkt und das ist unterschiedlich. Ich bearbeite einfach die Probleme. Eigentlich geht es da immer, fast immer, in hypnotische Arbeit hinein. Natürlich beantworte ich dann auch den Kunden, wenn sie bei mir sind, andere Fragen, finanziell, beruflich, Kinder, Eheprobleme und so weiter. Auch habe ich das manchmal, dass dann die Kunden mit ihren Kindern kommen, sodass ich dann mit den Kindern arbeiten kann. Und das geht dann auch wieder hypnotisch und mit Kraft- und Energieübertragung. Ja, danke schön. Aber trotzdem wäre es für mich und vielleicht auch für die YouTuber oder draußen die Menschen spannend. Diese Arbeit macht ihnen ja Freude, das merkt man ja. Mhm. Was machen Sie lieber? Haben Sie die Kunden bei Ihnen am liebsten oder ist es Ihnen am liebsten, wenn Sie am Telefon sind? Ich muss mal so sagen, wenn die Kunden den Weg zu mir finden, wo sie am Anfang meinen, ja, ach Gott, was passiert da, weil die Menschen das einfach nicht wissen, mit wem sie das zu tun haben. Sie lernen mich kennen. Und eigentlich ist es so, ich spüre dieses Erfolgserlebnis in mir drin.
wenn die Kunden dann nach diesen Sitzungen, nach dieser Periode, wo sie bei mir sind und nach Hause fahren, was ich geschafft habe, weil ich sehe und vor allen Dingen die Kunden spüren in sich ihre Energie. Sie sind wie neu geboren und das erfüllt mich unheimlich mit Freude. Dann bin ich glücklich. Ja, das ist ja bestimmt eine sehr interessante Geschichte auch für Sie. Ja. Aber Sie sprachen auch von Rückführung. Mhm. Was haben Sie für ein Gefühl, wenn ein Kunde zu Ihnen kommt? Das können Sie ja sicherlich nicht am Telefon. Das machen Nein. Sie ja in Ihrer Praxis. Ja. Was haben Sie für ein Gefühl, wenn Sie zum Beispiel, das ist ja mit Sicherheit so, dass Sie den Kunden zunächst einmal das erste Mal sehen? Wissen Sie dann sofort Bescheid, aha, da muss ich hin, oder benötigen Sie dann auch ein Vorgespräch? Das Vorgespräch ist sehr wichtig. Das Vorgespräch ist in dem Sinne sehr wichtig, weil, das mache ich aber dann, gut, ich mache es manchmal auch am Telefon, bereite den Kunden darauf vor, wenn er zu mir kommt, oder die Person, sagen wir mal, wenn die zu mir kommt, dass sie weiß, was erwartet sie und was sollte sie also mitbringen. Denn ein Kunde, wenn der zu mir kommt, hat auch klitzekleine Aufgaben, ich sage immer, Hausaufgaben müssen die machen, damit das alles also richtig verarbeitet werden kann. Vorgespräch noch einmal ist sehr wichtig und ich führe dann auch, wenn die Person bei mir ist, dann gehen wir in das Detail rein und dieses Vorgespräch, das dauert Zeit, denn die Zeit, die läuft wahnsinnig schnell, also vorbei. Und dann sind die meisten schon etwas erschöpft und eigentlich beginne ich dann erst am nächsten Tag. Man muss sich nicht vorstellen, dass ich also 8 Stunden oder 6 Stunden mit dem Kunden im Stück durcharbeite. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das kann niemand aushalten. Aha. Also können Sie im Vorhinein nicht sagen, wie lange eine Behandlung, die erfolgreich sein soll, eigentlich die Zeit benötigt. Genau, weil jedes Thema von den Personen ist anders und jeder Kunde reagiert anders. Es ist auch, Sie dürfen nicht vergessen, es ist sehr emotional, wenn wir dann arbeiten. Da geht es an die Psyche, an die Seele. Wie lange machen Sie diese Arbeit schon? Diese Arbeit, also was ich mache mit den Kunden, das mache ich schon viele, viele Jahre. Aber die Gabe als solches, wenn Sie das meinen, das habe ich von Kindheit an. Haben Sie schon erlebt, dass Ihre Kunden schon bei einer anderen, sag mal, Hellseherin oder wie man es betitelt mag, schon einmal war und sehr voreingenommen war, und sich hat selbst sehr schlecht überreden können, noch einmal zu Ihnen zu kommen? Ich möchte da nicht also über Kollegen und Kolleginnen sprechen, aber viele sagen dann, ich habe zum Beispiel schon mal eine Rückführung gemacht und dann habe ich gefragt, und wie ist es dir ergangen? Weil in solchen Sitzungen, also ist das Du angebracht. Und viele haben dann Angst und haben mir dann Horrorgeschichten erzählt, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe. Und wenn ich dann sage, okay, wenn du zu mir kommst, dann wirst du erleben, wie es bei mir abläuft, wie es ist. Und diese Erfahrung, ich will nicht sagen, da habe ich eine Kunst, das rüberzubringen, dass also dieser Kunde mir das auch wirklich glaubt oder abnimmt. Sie spüren einfach schon in den Gesprächen vorher, was wir am Telefon führen, dass sie Vertrauen zu mir haben können und dass sie dann sagen, ja, ich glaube dir. Und dann sage ich immer, lass uns das probieren.
Was haben Sie für ein Gefühl, wenn die Kundin oder der Kunde wieder abreist? Nun, das sagte ich ja schon am Anfang unseres Gespräches. Ich persönlich habe ein sehr gutes Gefühl für mich, aber ich weiß auch, weil ich kann das zu jeder Zeit und Stunde oder Minute von der geistigen Welt abrufen, wie geht es jetzt meiner Kundin? Und dann bekomme ich also tatsächlich die Antwort, sie wird es dir sagen. Lass sie nach Hause kommen, denn du hast einen Engel an ihre Seite gesetzt, dass sie gesund und heil nach Hause kommt, dass ihr nichts passiert. Das ist das Schöne daran. Und jetzt kommt es. Dann bekomme ich die Nachricht von dem Kunden und die erzählt mir dann, der Kunde, die Kundin, es wird mir dann berichtet, wie den Personen, zu denen sie zurückkehrt oder mit denen sie dann Kontakt hat, wie die sagen, wo warst du? Du siehst ganz verändert aus. Was ist passiert? Du bist ganz anders. Positiv, toll. Was ist passiert? Das ist schön. Das bedeutet aber auch, dass es für Sie auch ein Erfolgserlebnis ist. Ja. Gut, dann bedanke ich mich mal für heute, für dieses hervorragende Gespräch, war sehr informativ. Und wenn ich darf, komme ich gerne noch einmal wieder. Dann legen wir vorher schon ein bisschen die Themen fest, wo mir dann punktuell ich die Fragen stelle und Sie können dann Antwort geben. Sind Sie damit einverstanden? Sehr gern. Dann dürfen Sie jetzt noch ein schönes Hallo und auf Wiedersehen zu den Kunden draußen am Schirm sagen. Ja, okay. Also, meine lieben YouTuber, alle, die ihr das seht, ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht. Das, was ich hier so kurz berichtet habe, gebt eure Kommentare ab einfach und verfolgt weiter meine Videos, die ich immer wieder reinsetze. Vielen Dank und auf Wiedersehen.